Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Mount & Blade 2 Bannerlord und unserem Möchtegern-Händler Sloja Bakarius, der gerade seinen ersten Companion gefunden hat, in der Taverne. So, jetzt können wir mal schauen, ob die schon hier bei uns mit drin ist oder ob wir... Ah, und übrigens, wie ihr seht, ich habe den Deutsch-Mod aktiviert. Das ist natürlich hervorragend. Ich weiß nicht, ob das schon alles funktioniert. Bisher sieht es sehr gut aus. Wir schauen mal gleich nochmal, wie das aussieht. Aber als erstes interessiert mich unsere Gruppe, beziehungsweise Luvinia. Da ist sie. Luvinia, die Schildmaid. Können wir nochmal mit ihr sprechen vielleicht? Jetzt, wo sie Teil unserer Party ist. Hauptmann, es ist schon eine Weile her. Guck mal, sie hat sich so eine Mütze besorgt, die wir auch haben. So dann, was braucht ihr? Über eure Position im Clan. Ja, wir kümmern uns hier um die ehrlichen Leute. Auf jeden Fall. Was habe ich falsch gemacht? Zurückziehen? Nein, du hast gar nichts falsch gemacht. Du verstehst dich nicht. Ich kann mit ihrer Loyalität nicht mehr sicher sein. Eure Fähigkeiten nicht. Das war nur ein Scherz. Ich brauche sie mehr denn je. Gehen Sie jetzt zurück in die Arbeit, bitte. Es ist sicherlich gut zu sehen, dass Sie immer noch Ihren Sinn für Humor behalten haben. Gut. Was ich jetzt noch nicht... Hier ist, glaube ich, das Ding, ne? Genau. Wir können mal schauen, wo jetzt unsere einzelnen Leute in der Formation, also in den Gruppen im Kampf zugeteilt sind. Wir haben sogar einen kaiserlichen Rekrut momentan, das ist auch nicht schlecht. Wir haben ein paar kaiserliche Infanteristen, wir haben Bogenschützen, die in der Zweiertruppe sind natürlich. Wir haben noch drei geliehene Leute, die wir immer noch nicht aufgemotzt haben, die wir einfach mitgenommen haben jetzt. Kaiserlich ausgebildeter Infanterist, das ist natürlich alles cool. Geliehene Veteranentruppen mittlerweile. Ein Meisterschläger, zwei davon. Kaiserlich ausgebildete Bogenschützen, also momentan, ja gut, okay. Wir könnten sonst maximal nochmal die Elitekämpfer oder die sehr gut sind, mit denen... Ich packe mal alle Rekruten in eine Dreiergruppe und die guten Leute... in eine andere. Also die guten Leute sind die 1, die Veteranentruppen bleiben auch in der 1, die Meisterschläger, ja, bleiben auch in der 1. Sturgischer Krieger und der Rekrut kommt auch in die 3. So, dann können wir noch mal ein bisschen üben mit unseren Fertigkeiten, auch da mit der Taktik ein bisschen was zu machen. Truppengröße ist überschritten. Das war doch beim letzten Mal nicht so. Ach so, wegen Luvinia jetzt. Wegen Luvinia haben wir 25 Truppen. Wie viel dürfen wir denn? Steht hier jetzt nicht, müssen wir nochmal gucken. 25 von 24, okay. Vielleicht schmeißen wir dann den einen von der geliehenen Truppe schmeißen wir mal raus. Sorry, dass wir dich im Norden aussetzen. Wir haben dich im Süden irgendwo geholt. Gut. Dann schauen wir nochmal, Clanaufbau müsste doch jetzt eigentlich, ach so, Gold haben wir jetzt natürlich wieder weniger, weil wir für Luvinia einiges bezahlt haben. Warum wir diese Bekanntheit nicht erreicht haben, nachdem, weil das war schon vorher auf 49, jetzt haben wir da einen Kampf gemacht und haben aber nichts dazu gekriegt. Aber ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal um die, um das Eisenerz und probieren noch einen Kampf zu machen. Wir sind ja auch im Schnee schneller. Wir sind hier schon enorm. Ich würde sagen, wir reiten mal durch unsere nördliche Gegend hier. Vielleicht da mal außenrum. Halt, Plünderer! 18 und 17 ist natürlich ganz schön viel. Aber wenn wir sie alleine kriegen... Wir sind doch im Schnee schneller. Nicht in der Nacht, bitte. Tagesanbruch? Jawohl. So, gib auf oder stirb gesetzloser deiner Entscheidung.
Niemals werdet ihr uns lebend bekommen. Ja, ja. Also es gibt noch, ich schaue mich noch ein bisschen um bei den Mods. Es gibt zum Beispiel eine Mods, die diese doppelten Ladebildschirme so ein bisschen verlangsamt. Okay, Footman, erstmal einen Schritt zurück. Die Bogenschützen erstmal nach vorne. Nee, das. Und die Dreiertruppe. Bleibt an der Seite. Oh, ich habe immer noch die Leute an. Der Feind flieht, ist gut. Man kann gar nichts machen, wenn man auf dieser Taktik-Dings da ist. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt, um zu schauen, ob ich diese... Ah, nicht von oben eigentlich. Vom Pferd ist immer noch schwierig. Mann. Bist du Lovinia? Ja, das ist Lovinia. Das ist doch super. Lovinia, ich mag dich. Sehr gut, liebe Freunde. Ihr habt das wunderbar gemacht. Und ich werde ja Händler. Ich muss das immer wieder betonen. Sehr gut. 5 Plünderer haben wir geholt. 248 Gold geplündert. Auch das ist gut. Lovinia hat ein bisschen was abgekriegt, habe ich gerade gesehen. Ein hochländisch umwickeltes Kopftuch. Das wird natürlich jetzt auch lustig mit den deutschen Bezeichnungen hier. Und ein Beil und ein Fisch. Alles nicht schlecht. So, haben wir uns nicht schon mal irgendwann... Na gut, wir nehmen es erstmal. Ich glaube, wir haben uns schon irgendwann mal so Armschienen ausgerüstet. Erstmal können wir noch einen kaiserlichen Bogenschützen auf einen kaiserlichen ausgebildeten Bogenschützen bringen. Das machen wir gerne. Hier ist einer verletzt und Lovinia ist auf 76. Das ist auch in Ordnung. Jetzt holen wir uns die 17 noch. Ich schaue jetzt noch einmal. Wir müssten doch jetzt wirklich... Jawohl, jetzt haben wir die Bekanntheit 50 erreicht. Jetzt brauchen wir nur noch 200 Geld und dann ist der Clan durch. Und also durch ist gut, dann ist der Clan wieder aufgebaut. Und schauen wir mal, ob wir das jetzt nochmal hinkriegen. Ich glaube, diese Dreiergruppe ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also die dritte mit den schlechteren Leuten da drin ist nicht unbedingt notwendig. Bowman, forward! Hier schon mal gucken. Hoch. Komm schon. Ah, ja. Nee, Footman, so. Verdammt nochmal. So, wieder falscher Knopf. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bogenschütze verloren. Lovinia rennt schon wieder den Leuten hinterher. Und ich hau schon wieder daneben. Aber gewonnen haben wir trotzdem. Und gestorben ist auch keiner. Lovinia, die Schildmalte. Heißt das immer, wie viel sie... Nee, verbleibend heißt das. Steht hier, wer wen umgebracht hat? Ja, töten. Die kaiserlich ausgebildeten Infanteristen haben 3 Leute umgebracht und einen zum
Ah, und haben auch eine Aufwertung bekommen. Wir haben auch eine Aufwertung bekommen fürs Pferd, immerhin. Ja, reiten tun wir viel. Immer vorbei. So, nochmal 4 Plünderer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viel Geld haben wir denn bekommen? Noch nicht so viel. Eine Spitzhacke kriegen wir. Eine Nagelkeule. Die nehmen wir fürs nächste Mal. Bisschen Getreide für uns. Sehr gut. Und Waffenverpackungen, Handpanzer und Lederschuhe. So, das könnten wir jetzt doch mal ausrüsten. Ich würde gerne die Nagelkeule, das sieht doch irgendwie cool aus. Die Veteranen-Kriegsaxt ist natürlich eigentlich viel besser, aber vielleicht treffen wir ja mal was mit der Nagelkeule oder wir müssen wieder zurück auf den Speer gehen. Stoßgeschwindigkeit, ach, wir probieren die einfach mal aus. Nee, nicht verkaufen, ich wollte sie ausrüsten. Und dann so ein bisschen Armschutz zum Beispiel. Das kann man ja auf jeden Fall mal machen. Umhang haben wir jetzt. Nee. Haben wir irgendwo schon einen Umhang, den wir auch umlegen können? Ich glaube nicht. Lederschuhe sind nicht so gut wie das, was wir haben. Gut, 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 gut. Ich glaube, wenn wir jetzt schon wieder was... Wir gehen mal nach Karahalli. Vielleicht können wir da schon was verkaufen, dass wir auf die 2000 kommen und dann der Clan wieder hergestellt ist. Auch Schafe, Wolle, Käse, Butter und Getreide, bla bla bla. So, jetzt schauen wir doch mal. Wir brauchen nur 100 insgesamt. So, ein bürgerliches Hemd, die Robe. Noch eine Robe, noch eine Robe. Gamboston, zerrissene Robe. Die ärmellose Tunika. Wir könnten allerdings auch noch mal, das haben wir ja. Ja, siehst du, hier, das war das Problem. Dürfen wir hier auch was anderes mitnehmen? Dürfen wir unser Schild hier auch ausrüsten, ist die Frage. Dürfen wir hier zum Beispiel noch zusätzlich eine Nagelkeule mitnehmen? Nee, dürfen wir nicht. Aber Pfeil und Bogen, dürfen wir das mitnehmen? Hm. Man darf nur Nahkampfwaffen mitnehmen, scheinbar, für den zivilen Gebrauch. Na gut. Was bekommen wir bisher? 24, das ist ja nicht so toll. So, Lederschuhe weg, die Tunika weg. Das Zeug weg. Hochländisch umwickeltes Kopftuch. Ja, bringen wir auch weg. Die Pilgerhaube bringen wir weg. So, und wenn wir jetzt die Veteranen-Kriegsaxt haben, brauchen wir eigentlich die da nicht mehr, oder? 60 Schnitt, 75 Schnitt. Länge ist ein bisschen kürzer. Handhabung ein bisschen schlechter. Die Spitzhacke brauchen wir auf gar keinen Fall. Und das Beil brauchen wir auch nicht. So. Der kaiserliche Stürmer, den können wir noch nicht reiten, auch wenn wir ein paar Punkte dazu bekommen haben. Wie viel kriegen wir? 161, es reicht. Doch, es reicht. So, die Gruppe hat 25 Bekanntheit erhalten. Baut euren Clan auf. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Dann schauen wir doch direkt mal rein. Achso, das ist auch schon alles dann. Du hast deinen Clan erfolgreich wieder aufgebaut. Na gut, dann gibt es nichts weiter zu tun. Dann können wir hier ausrüsten. Was wollen wir denn? Kaiserliche Menavliation. What the fuck ist das? Ein Veteran-Infanterist klingt jetzt erstmal sehr gut, aber ich möchte wissen, was das ist. Zahlen wir 50 für. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Und einen Bogenschützen, den könnten wir auf einen Armbrustschützen hochpushen oder auf einen Veteran-Bogenschützen. Ja, wir haben jetzt eine ziemlich durchgemischte Gruppe hier insgesamt, aber wer bist du? Ach, du hast so einen Speer. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Gut, jetzt haben wir schon wieder einiges bezahlt und ich würde jetzt mal unsere anfängliche Geschichte, dass wir da was Schönes draus machen wollten aus den Einser- und Dreiergruppen, dann komme ich gar nicht mehr selber zum Hauen. Deswegen lassen wir das mal bei 2 Trupps. Infanterie und Fernkampf. Der Armbrustschütze ist automatisch bei denen dabei. Alles klar. So. Tja, wie finden wir jetzt raus, wo es Eisenerz gibt, zum Beispiel? Das wäre noch eine gute Sache. Hier werden Schafe produziert. Naja, wir wollen erstmal weiterziehen.
Richtung Norden weiterhin bei den Sturgeons bleiben. Eisenerz müsste ja letzten Endes schon irgendwo sowieso in Bergnähe produziert werden. Es gibt hier Kühe. Mukar der Aserai ist gefangen genommen worden. 5 Plünderer sind uns jetzt Waldbanditen. Die hatten wir noch nicht. Aber 5 ist jetzt auch nicht so viel, ne? Ja, diese Verstecke, da könnte man auch noch mal nachgucken, ob die uns was bringen, ob wir da reingehen sollten. Sie sollen ja sehr heftig sein. Gavin von Vladiv und Kirislav sind hier, aber ansonsten gibt es hier nur Kühe. 163, Käse ist billig, Butter ist billig. Wir haben noch ein bisschen Butter, komm, wir nehmen einen Käse nochmal mit. Oder 2. Kreide haben wir noch 9. Nehmen wir noch eine Butter mit, sind die Leute happy. In der Festung gibt es wahrscheinlich kein Eisenerz, würde ich mal schätzen. Da kann man ja eh immer nicht. Und wir hier jetzt rüber? Ah, müssen wir auch außen rum wieder. Tja, das ist im Norden. Das ist nicht so einfach im Norden. 7 Plünderer wollen wir gar nicht. Was gibt es da? Fisch. Hier sind es wieder Kühe. Auch Kühe. Kann man in der... Wo ist das? Kann man hier nach Iron Ore suchen? Achso, das geht jetzt auch nur noch auf Deutsch, wa? Wenn überhaupt. Eisen? Nee, ich glaube, man kann nur Orte suchen. Es wäre halt gut zu wissen, wo es das gibt, was wir da haben wollen. Ich denke, dass es hier immer nur dann das Übliche plus Fisch gibt. Ja, ganz genau. In Amprela für 16 zu verkaufen, ist jetzt auch nicht so prickelnd. Dann gehen wir erstmal nochmal weiter und schauen mal in Varnovapol, ob es da vielleicht was Schickes gibt. Wir können ja mal zwischendrin trotzdem einmal hier durchreiten, vielleicht gibt es noch einen kleinen Auftrag. Fertigkeitspunkt in Medizin, ach ja genau, das wollte ich auch einmal gucken, ob wir hier noch überall Platz genug zum Lernen haben. Ein paar Sachen lernen wir. Im Reiten können wir durchaus noch einen Punkt draufgeben. Dürfen wir auch mittlerweile. Einen Fokuspunkt dürfen wir noch vergeben. Banditentum, Taktik, Spielen, Charisma, Führung, Handeln. Medizin haben wir jetzt ein bisschen was gekriegt. Hier haben wir noch Platz. Ingenieur. Tja. Bauen von Burgen und Mauern, soweit sind wir noch nicht, aber ich gebe mir mal einen auf Medizin. Ich weiß immer nicht insgesamt jetzt wirklich überhaupt nicht zum Spezialisten hier. Leider keine Aufträge. Oder Käse, wieder Kühe. 103. Dann probieren wir uns auch mal zu merken hier den Kram. Weiter nach Radagmet. 9 Plünderer. 5 Plünderer, ist wirklich nicht viel los. Auch hier gibt es keine Aufträge, hier gibt es Kühe für 100. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich bin immer versucht, einmal durch die Stadt zu reiten, weil es so schick ist. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter auf der klaren Suche nach Eisenerz. Eine feindselige Aktion durchführen. Was könnte man denn da machen eigentlich? Dorfbewohner zwingen, uns Rekruten zu geben oder Vorräte zu geben. Nein, das machen wir natürlich nicht. Zumindest nicht im Norden. Hier gibt es Schweine. Und auch keine Aufträge. Na gut, dann schauen wir uns Varnovapol. Ach, den Hafen müssen wir uns aber jetzt angucken. Das geht leider nicht anders. Und hier gibt es auch was. Alec die Spinne und Pol der Samtweber. Ach, ich weiß, liebe Leute, ich muss noch einmal nochmal reinlaufen hier. In das Ding. Ach, wir gehen jetzt sogar zusammen mit Luvinia. Das ist doch schön. Das finde ich gut. Ich finde es auch eine gute Companion hier, mit Luvinia gleich unterwegs zu sein. Ich glaube, man kann ja auch sogar, man kann auch heiraten und sowas, ne? Man kann, glaube ich, sehr viele Dinge tun, von denen ich noch nichts weiß. Aber vielleicht kommt das ja jetzt auch alles, dadurch, dass auch unser Clan wiederhergestellt ist. Erstmal die Grundvoraussetzung ist erstmal erfüllt. So, hier muss man schon mal ein Stückchen nach oben durch zwei
Wehrtürme durch. Könnten wir schon auf die Mauer gehen, aber wir gehen mal geradeaus weiter. Es sind auch alle, da hinten ist Fürstenhalle Arena, können wir auch nochmal machen. Zum Abschluss vielleicht, aber ich will vor allen Dingen den Hafen sehen. Da ist das Hafengebiet. Leider nicht da, wo Alec die Spinne ist. Aber Pol der Sandweber, den können wir gleich hier mal ansprechen. Der ist ja quasi auf dem Weg. Pol. Ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Nein, ich bin Sloja. Wer seid ihr? Ich bin Pol, ein Händler hier in Warnova Pol. Ich besitze die Samtweberei hier. Wie ich höre, haben sie kürzlich einige Banditen gefangen. Ich kenne ihren Namen. Oh, sehr schön. Als Händler sind wir dankbar für alle Bemühungen, die Straßen sicherer zu machen. Ja, wir machen uns einen Namen im Norden. Das so soll es sein. Ich habe gehört, sie brauchen vielleicht Hilfe. Ich habe echte Probleme mit Wilderern. Vor einigen Jahren habe ich in sie investiert, um im königlichen Wald zu jagen. Ich zahlte das ganze Schweigegeld an Behörden und sogar an den Adel, um ihnen freies Geleit zu gewähren. Wir haben dann alle ein Vermögen verdient. Nach einer Weile haben die Wilderer ihre Einkünfte genutzt, um eine eigene Armee aufzubauen, und jetzt probieren sie, mich aus dem Ledergeschäft zu drängen. Das ist natürlich unverstehen. Was kann ich denn da tun? Ich will, dass sie sie zerquetschen. Geht zum Yangutum und tötet sie alle. Yangutum liegt auf einem kleinen Plateau nördlich des Lakonissees. Okay. Siedlung. Das ist also eine Siedlung und die andere Möglichkeit. Ach so, jetzt können wir das sogar machen. Wenn sie sich nicht in diesen Kampf einmischen wollen, lassen sie einen ihrer fähigen Begleiter und 12 Männer für einige Tage zurück. Nee, das machen wir mal selber. Und das ist wahrscheinlich dann so ein Unterschlupf. Das wird wahrscheinlich nicht einfach, aber wir machen das mal. Vielen Dank, du bist gut bezahlt. Du kannst auch das geschmuggelte Leder behalten. Jede Nacht werden riesige Mengen an Waren transportiert. Gegen Mitternacht kommen sie in die Stadt. Und jagen sie? Normalerweise laufen Schmuggler immer weg, wenn sie von bewaffneten Männern festgenommen werden. Aber diese Männer haben keine Angst. Seien sie bereit für einen starken Widerstand. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir um Mitternacht in diese Stadt gehen, um sie da zu kriegen. Das machen wir gleich. Erstmal sprechen wir noch mit Alec, der Spinne. Die mag ihn. Die läuft immer gegen seine Schulter. Mornit das Stuart. Ja, aber es ist cool. Das ist jetzt schon... die deutschen Mods gibt. Es wird so viele Mods geben für dieses Spiel. Ja, ist die Alex. Ist da unten. Wo kommen wir denn darüber? Können wir über das Dach gehen? Nee, hat sie da nichts gegen. Kommst du mit? Oder jetzt haben wir Luvinia leider zurückgelassen. Ich hoffe, das tut uns jetzt nicht weh. Nee. Tja, Luvinia. Wenn man mit mir... unterwegs sein will, muss man auch über... Ah, Bodyguard. Muss man auch über Dächer klettern. Da bist du schon wieder. Okay, das ging schnell. Alec. Also auch ein Gangleader hier offensichtlich. Ich bin Sloja. Wer seid ihr? Ich bin Alec. Fragen Sie nach mir. Man wird Ihnen sagen, dass ich die Ruhe in den Hintergassen bewahre. Ist also das Gegenstück zu Buttermilch Joe da hinten. Ich habe gehört, sie brauchen vielleicht Hilfe. Ich habe ein Problem und sein Name ist Mornit das Stuart. Seine Leute sind außerhalb der Mauern herumgekommen und haben die Würfelspieler und die Trinker, die sich unter unserem Schutz amüsieren, ausgeraubt. Ich und meine Jungs sind eifrig dabei, ihnen eine Lektion zu erteilen, aber ich denke, ein paar zusätzliche Muskeln würden nicht schaden. Worum geht es denn da genau? Wir bereiten uns auf einen Angriff vor, aber wir brauchen etwas Zeit, um unsere Männer zu versammeln. Ja, das ist also quasi das Gleiche, was wir auch schon für den Butterbildmann da gemacht haben. Ich mache das jetzt mal nicht, weil ich hier wieder raus will. Oh, jetzt habe ich gleich meine Fäuste hochgehalten. Wir gehen einmal zum Hafen, weil ich ihn gerne sehen möchte. Und dann kümmern wir uns erstmal. Dann schauen wir mal, ob es hier Eisenerz gibt irgendwo. Das wäre auch schön. Mal hier so durch diese Gassen durchlaufen. Es ist echt schick. Und da ist ein Schiff und der Hafen. Hier wird gebaut. Ei. Na, der Bootsbauer hier. Hm.
Das ist doch sehr schön, wirklich. Ich möchte gerne auf der Mauer da oben nochmal lang. Ne? Hier geht es nicht da lang. Kommen wir da nochmal hoch? Wahrscheinlich nicht. Schwimmen kann man auch nicht, ne? Ne, das haben wir schon mal ausprobiert mit dem Pferd, glaube ich. Also, wenn das nicht schön ist hier. Noch einmal ein Stückchen auf die andere Seite gucken und dann mache ich sofort weiter. Ich verspreche es euch. Ne, wir sind schon wieder fast durch. Also ich kann euch nur versprechen, dass wir auch noch einmal einen schönen Blick auf den Hafen werfen. Und dann geht's in der nächsten Runde sofort zu den Banditen. Denn das hier ist einfach zu gut als abschließendes Bild, als dass man da noch weiter laufen könnte. Hier bleiben wir nämlich auch wieder sitzen und schauen uns das eine Weile an, essen dabei ein bisschen Kohl. Ach, guckt euch das an. Und was ist das? Das ist das die Mittelalter-Variante eines Leuchtturms, würde ich mal schätzen. Das den Boten zeigt, wo es lang geht. Kommen wir da drauf? Schade. Alles klar. Dann, da kommen wir auch nicht hin. Würde ich sagen, mit diesem Anblick einer weiteren wunderschönen nordischen Stadt sagen wir Heimatgefühle ohne Ende. Und beim nächsten Mal gibt's wieder auf die Mütze. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.